Servus Whisky-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, der Kollege, der hier auf dem Tisch steht, ist ein Kalila, eine Distillers Edition und um die wird es heute gehen. Kalila, Distillers Edition. Allgemein die Distillers Edition von Lagavulin, Talisker, Kalila, Craigenmore, halt alle diese aus der Friends of the Classic Malts Serie, die sind eigentlich alle durchgehend gut. Die Kalila Distillers Edition wollte ich schon länger mal probieren. Gibt es immer noch um die 75 Schweizer Franken, circa um die 65 Euro, je nachdem wo man sucht, findet man das noch. Finde ich, ist im Moment noch ein sehr guter Preis. Man bekommt hier bei der Flasche jetzt, kurz noch zu meiner Flasche, das ist wieder so eine Flasche aus der geretteten Flaschenkollektion. Eine 2014er Abfüllung. Wir haben 2002 destilliert auf der Flasche, klein geschrieben hier unten und 2014 abgefüllt. Das heißt, wir haben um die 12 Jahre. Wir haben 43%. Eine Double Maturation in Moscatel Cask Wood. Moscatel ist ein Dessertwein aus Spanien und Portugal. Geht in die Kategorie der Likörweine, also eine süße Sache. Der hat hier Einfluss genommen auf diesen Kalila. Leider haben wir Färbung und Kühlfiltrierung. Da ja, Joe kennen wir ja, ist bei denen nicht unüblich. Das hier ist wie gesagt eine 2014er Abfüllung. Ich glaube, die Flasche sieht heute immer noch gleich aus, auch 2022. Ich habe ja schon eingeschenkt. Wo ist nur mein Kopf? Die Farbe, wie gesagt, gehen wir darauf nicht ein. Er ist gefärbt. Kalila, rauchig, Moscatel-Einfluss. Denke, wird auch in eine süße Richtung gehen. Ich habe noch nicht so viele Whiskys im Glas gehabt mit Moscatel-Finish oder völliger Moscatel-Reifung. Ich denke, wir können gleich loslegen. Wahnsinnig viel mehr brauchen wir hier nicht zu sagen. Bei den Distillers Edition geht das eigentlich durchs Band ein bisschen gleich zu und her. Auch bei Talisker, Lagavulin etc. Die sind alle so um die 12 Jahre. Außer bei Lagavulin gab es mal eine Zeit, da war der glaube ich fast 18 Jahre alt. Das war eine sehr geile Distillers Edition. Eine kleine Ausnahmeerscheinung. Jetzt bei Kalila habe ich schon zwei, dreimal im Glas gehabt, noch nie selber eine Flasche zu Hause stehen gehabt. Jetzt ist es soweit, es ist eine geöffnete und wie ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, immer noch ein schöner PLV-Whisky. Nase. Schöner maritimer Rauch, wie man es von Kalila gewöhnt ist. Ist auch einer der wenigen Whiskys, bei dem ich Lachsaromen assoziiere. Jetzt gleich hier bei der ersten Nase Räucherlachs. Mit Zitrone, auch Räucherspeck ist hier drin. Im Hintergrund, wenn der Rauch mal ein bisschen weg ist, wenn das Hirn den Rauch ein bisschen zurückgedrängt hat, dann findet man auch schöne Orangenschalen. Auch etwas Honig. Aber das Maritime ist schon sehr präsent, der Rauch ist sehr maritim. Viel Hafenfeeling hier. Auch etwas Rosinen. Und eine leichte Pfeifentabak-Aromatik. Ja, ein bisschen Salz, Jod ist auch bei dem hier nicht abzustreiten. Und eine Walnuss, Baumnuss. Vanille-Karamell finde ich jetzt hier nicht auf Anhieb. Da geht schon eher in die dunkleren Früchte und Aromen rein. Auch etwas feuchte Eiche. Ja, probieren wir mal das Lange. Hm.
sehr süffig. Auch mit Likörwein-Einfluss. Das passt sowieso fast immer. Auch hier eine leichte Räucherspeck-Aromatik. Ein schöner aschiger Rauch, wie man es von Kalila kennt, wie ich es von Kalila kenne. Wieder ein bisschen der Lachs, der Räucherlachs. Ein bisschen Brombeere. Auch wieder ein bisschen salzig, wieder ein bisschen feuchte Eiche. Und die Nuss. Der Abgang ist mittel bis lang. Rauchige Whiskys neigen ja eher dazu, dass der Abgang künstlich verlängert wird durch den Rauch. Die Hintergrundaromen sind eher mittellang. Und jetzt im Moment ist nur noch ein bisschen aschiger Rauch da. Eine Nussigkeit. Ist auf jeden Fall ein Stück besser als der 12er, obwohl ich den 12er Kalila mag ich auch. Aber die Distillers Edition legt einfach nochmal einen drauf. Und für das Geld bekommt man hier wirklich einen schönen Islay Whisky. Mit einem schönen Aromenspektrum. Er ist nicht allzu komplex, aber sehr süffig. Sehr angenehm in der Nase und auch im Mund. Wäre interessant, was jetzt die Abfüllung ohne Kühlfiltrierung mit ein bisschen mehr Prozenten geben würde. Bei Kalila ist das ja nicht so schwierig. Kalila hat ja sehr viele andere Abfüllungen, gerade im unabhängigen Sektor. Da gibt es vielleicht sogar irgendeine Abfüllung, die ein ähnliches Fassmanagement hat mit mehr Prozenten. Das wäre interessant. Aber mich dünken jetzt die 43% hier nicht zu wenig. Aber weniger keinesfalls. 43 ist hier gerade noch richtig. Er könnte jetzt auch 46 haben, aber jammern auf hohem Niveau. Logischerweise Kühlfiltrierung, Gefärbung muss nicht sein, aber gerade wenn es eine Flasche ist, wo man den Whisky sowieso nicht sieht. Finde ich auch bei Lagavulin so einen Witz. Warum müssen die Whiskys färben, weil ja die Flasche ebenfalls grün, dunkelgrün ist oder sogar Braunglas, da sieht man sowieso nicht, wie der Whisky aussieht, erst dann im Glas. Als ob das jetzt eine Rolle spielen würde. Ja nun, sie machen's, sei es drum. Der Whisky ist auf jeden Fall sehr süffig, sehr fein, sehr gut. Typisch Islay. Ja. Wenn ihr Freunde habt, die Rauch mögen im Whisky, dann ohne Bedenken auftischen. Der wird garantiert getrunken. Jetzt hat er auch noch eine leichte Mentholnote entwickelt. Etwas Eukalyptus in die Richtung. Eukalyptus-Bonbons. Er rundet das gerade noch mit dieser Mentholigkeit, mit diesem Kräutertouch noch ein bisschen ab. Das Gesamtbild. Ja, jetzt ganz klar für mich. Special Release Limited Worte, die ein paar schon rennen lassen, aber den gibt es ja immer wieder. Kein Grund, könnt die Füße stillhalten. Ein schöner Whisky aus der Friends of the Classic Malt Serie, aus der Distillers Editions Collection. Zugreifen, gibt es überhaupt keine Einwände von mir. Kaufempfehlung, klar. Für mich ein schöner Whisky. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt die Auffahrtstage genossen. Ich habe es jedenfalls gemacht. Morgen geht es wieder an die Arbeit. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis bald.